Grüezi, Frau Engelhardt. Schön, dass Sie hier angefunden haben. Möchten Sie mir bitte jetzt erzählen, was die grössten Herausforderungen sind jetzt im Alltag für Sie nach dieser Krankheit? Ja, es ist so, ich habe letzten März die Diagnose Brustkrebs bekommen, 2019. Und habe jetzt auch erst gerade abgeschlossen, die Behandlung, dieses Jahr. Und habe jetzt sehr zu kämpfen mit den Nebenwirkungen von der Antihormontherapie. Und auch sicher die Hitzewallungen, die sehr ausgeprägt sind. Genau, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Haben Sie nebst den Hitzewallungen andere Sachen, die Sie festgespürt, wie Gelenkschmerzen oder Schlafstörungen oder Konzentrationsprobleme? Ja, eigentlich alles, was Sie gesehen haben, ist sehr ausgeprägt vorhanden. Ja. Die Antihormontherapie ist natürlich das Mittel der Wahl, wenn der Tumor solche Rezeptoren auf der Oberfläche hatte, dann sind sie sehr, sehr gut behandelt und hat aber massivste Nebenwirkungen. Die sind mir sehr bekannt, leider kommt das sehr viel vor. Ja. Und wir können hier in der Beratung miteinander herausfinden, ganz umfassend, was Sie machen können, damit Sie Ihre Nebenwirkungen besser in den Griff bekommen und zu einer besseren Lebensqualität können finden können, trotz der Tabletten. Wunderbar. Genau. Danke, Leon. Danke Ihnen.